So, Freunde, jetzt wird es langsam hier, ich wollte gerade sagen gefährlich, aber das stimmt nun wirklich nicht. Aber spannend, wir nähern uns hier dem Finale und ja, der Novak, er hat uns weggeschickt, weil er sagt, alles ist ruiniert. Alles Herr ist ruiniert. Herr Novak, hören Sie, ein ehemaliger Prüfling, den Sie durchs Abi haben durchrasseln lassen, ist schuld an Ihrem Zustand. Aber was heißt das? Glückwunsch, dann hat er ja sein Ziel erreicht. Ich bin fertig. Ich will jetzt allein sein. Hat ihn dein Boss wirklich jetzt geweckt und ihm gesagt, dass er raus ist oder was? Ja, das ist ja aber auch, also freaky, freaky. Herr Novak, wir kennen den Täter. Wir und werden ihn beweisen. Irgendwie schon, ich meine, irgendwann. Irgendjemand, irgendwie, irgendwann. Das ist reines Wunschdenken. Geh nach Hause, Willi. Ich habe genug. Alles klar, ciao. Dann gehen wir nach Hause. Komm, scheiß auf den Novak, oder? Kriegen wir halt einen anderen Chef. Wir können Ihre Ehre wiederherstellen, Herr Novak. Ach. Wir müssen nur... Gar nichts müsst ihr. Unser Direktor hat mich vom Schuldienst suspendiert. Ja. Ich möchte dich bitten zu gehen. Das ist aber gefährlich, weil guck mal, also das finde ich jetzt auch ein bisschen verantwortungslos. Ich meine, der ist jetzt Depri und so und der Direktor kommt zu ihm nach Hause und sagt ihm, er ist jetzt fertig und so. Nicht, dass er sich was antut und so. Ich meine, das ist jetzt also rein aus Pädagogensicht, aber das ist mal wieder typisch. Ja, sind wir mal wieder beim Thema. Ne? Unsere Pädagogen, ja, als ob. Ja, sowas von unpädagogisch und gefühlskalt. Wie im täglichen Schulleben halt, ne? Das sollen Pädagogen sein, Leute. Aber was da wirklich läuft, also wirklich, das ist ja nun allerhand. Wir müssen dem Übo Bescheid sagen. Vielleicht kann sie sich um ihn kümmern. Und mal vorbeigehen. Kommen Sie morgen wieder hin? Fühlen Sie sich hier sicher? Okay, kommen interessiert sie nicht. Kommen interessiert sie nicht. Selbstverständlich. Ich lasse mich nicht so leicht einschüchtern. Richtig so. Da sollte sich doch jemand um den Herrn Novak kümmern, denn nicht, dass da was Schlimmeres passiert. Wir gucken mal ins Sekretariat, ob wir nicht den elenden alten Chef... Huch! Na, alles wieder im Lot mit du Frau Petzold? Du siehst ja ein bisschen zerzaust aus. Ja. Komm, junger Mann, raus mit dir. Ich will in den Feierabend. Was? Wir haben keine Zeit für Feierabend, Bruder. Wir müssen hier wichtige Sachen klären. Lässt Sie der Direktor schon gehen? Der wollte noch einen Besuch machen und dann nach Hause. Und nun geh, ich will gleich abschließen. Okay, den lasst uns auch nicht rein. Passiert denn noch irgendwas Wichtiges hier? Wen können wir denn noch irgendwie informatisieren über diese Geschehnisse? Dieses Gesicht? Das ist Detlef Reinicke. Der Mann, den wir suchen, war die ganze Zeit vor unserer Nase. Abgefahren. Hey, Reinicke. Bleib mal stehen hier, du Alkoholkünstler, du. Aber wir können gar nichts machen mit dem. Ist der jetzt da immer noch? Das ist ja crazy. Warte mal. Aber wir können... Er überlegt, wie er Novak weitere Flaschen unterjubeln kann. Wir sollten uns mit Novak absprechen und Reinicke eine Falle stellen. Zum Feierabend kommt er hierher und... denkt sich neue Schandtaten aus. Was ist das für ein Freak? Flaschen ausliefern statt auf der Uni studieren. Oh ja. Reinicke hat nach seinem verpatzten Abi die Kurve nicht gekriegt. Nein. Aber sich deshalb am ehemaligen Prüfer rächen? Heißt ja nicht, dass... Ach, wir müssen dringend mit Herrn Novak sprechen. Heißt ja nicht, dass ein Lieferant kein ehrbarer Beruf ist, ne, Gabi, du kleines Oberflächlichkeitsgirl, du. Wir wissen jetzt, wer es auf sie abgesehen hat. Detlef Reinicke. Es ist doch alles egal. Meine Karriere ist ruiniert. Lass mich allein. Ja, hey. Was? Wir müssen doch irgendwas machen, Mann. Puh. Niemand in Sicht, der es auf mich abgesehen haben könnte. Ach so, das macht dir immer Angst, ne? Mensch, klar. Als ehemaliger Schüler kennt er das Internat wie seine Westentasche. Und als Lieferant kann er sich unauffällig umsehen. Wir sollten uns mit Novak absprechen und Reinicke eine Falle stellen. Ja, der Novak will aber nichts von uns wissen, Mann. Können wir nicht irgendwas machen? Woanders darf ich jetzt nämlich nicht mehr hin, ne? Nur zu ihm noch? Wir wissen jetzt, wer es auf sie abgesehen hat. Genau, interessiert Detlef Reinicke. Interessiert es ist doch alles egal. Meine Karriere ist ruiniert. Ja, aber... Lass mich allein. Pff, echt, ey, Mann. Gut, okay, wir versuchen es mal mit Carl. Herr Novak, hören Sie. Ein ehemaliger Prüfling, den Sie durchs Abi haben durchrasseln lassen, ist schuld an Ihrem Zustand. Ja. Glückwunsch. Dann hat er ja sein Ziel erreicht. Ich bin fertig. Ich will jetzt allein sein. Stimmt denn nicht mit ihm? Er wird sich doch wohl jetzt mal helfen lassen können hier. Herr Novak, der Bengel. Wir können den Täter jetzt in Ihrem Interesse überführen, wenn wir gemeinsam und präzise gegen ihn vorgehen. Ah. Präzision ist immer löblich. Woran hast du gedacht? Ah. Wir gehen mit unserem Wissen zur Polizei. Wir reden dem Täter ein, dass sie topfit sind.
und lauern ihm hier auf. Ja. Wir ermitteln die Adresse des Täters und gehen zu ihm. Langweilig. Wir weihen den Direktor ein und legen ihm die Fakten dar. Ja. Wir wenden uns ans Fernsehen und bitten die Bevölkerung um Hinweise. Wir weihen den... Welche Fakten? Der einzige Fakt, den er sieht, ist mein Zustand. Ja. Und mit Recht. Ja, der Direx ist echt ein Affe, der gehört weg. Der gehört weg. Das ist nicht hilfreich. Nicht hilfreich, sondern voreingenommener Alter. Aber was ist das halt die alte Schule, ne? Wir können den Täter jetzt in ihrem Interesse überführen, wenn wir gemeinsam und präzise gegen ihn vorgehen. Da wird nicht Präzision mitgedacht. Ist immer löblich. Da wird nicht... Woran hast du gedacht? Über den Tellerrand hinaus. Wir ermitteln die Adresse des Täters und gehen zu... Wir reden... Oh. Ah, ihr vermutet, er würde dann noch einmal zuschlagen. Oh ja, das tut er. Riskant. Aber was habe ich schon zu verlieren? Richtig. Einverstanden. Einverstanden. Nun, geht und stellt ihm die Falle. Und er so, okay, wir stellen ihm eine Falle und dann muss Gabi ihn überwältigen, das sehe ich jetzt schon, mit einem krassen Jiu-Jitsu-Kick. Liefern Sie Getränke für die große Party morgen? Ist das da draußen Ihr Lieferwagen? Liefern Sie Hä? Was für eine Party? Wir feiern den neuen Internetzugang unserer Schule. Macht man eine Party? Das ist halt auch geil, ne? Wie Bock auf Internet kannst du haben? Wir feiern also, ja. Die Schule veranstaltet ein ehemaligen Treffen. Na, unser Herr Novak wird der neue Direktor. Ja, das nehmen wir. Wir feiern unseren Rudersieg über das städtische Gymnasium. Ah, interessant, ja. Unsere Biolehrerin hat Dienstjubiläum. Na, unser... Ich hab gehört, der hängt an der Pulle. Da kann er doch gleich wieder einpacken. Das Missverständnis hat sich aufgeklärt. Er war ein bisschen groggy von den vielen Vorbereitungen. Davon hat sich der Direx persönlich überzeugt. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Herr Novak kommt morgen ganz groß raus. Das ist ja schön für ihn. Wollen wir mal hoffen, dass nichts dazwischen kommt, nicht wahr? Er ist ja unauffällig. Aber wieso ist denn jetzt... Ich bin immer noch total enttäuscht, dass mit Antonia jetzt Ihr nichts mehr war. Ihr kommt zu viert? Dann wird es ernst. Also der Ernst. Ihr ehemaliger Schüler, Detlef Reinicke, hat den Köder geschluckt. Er konnte kaum verbergen, wie sehr es ihn ärgert, dass ihrer Karriere noch immer nichts im Wege steht. Yeah. Tim hat einfach behauptet, sie werden morgen Direktor. Mit Fete und so. Noch besser. Er denkt, seine bisherigen Bemühungen waren sinnlos. Also wird er es heute Nacht erneut versuchen, damit sie morgen ausfallen. Wir lassen das Licht aus und warten jetzt auf ihn. Mit Gut. Fete. Mein Telefon geht wieder. Ich habe eine Taschenlampe im Haus. Mit der solltet ihr dann Licht machen. Aber erst, wenn ihr Reinicke tatsächlich ertappt. Okay. Seid präzise. Ja, ich bin präzise. Das wird bestimmt super geil. Okay, komm, wollen wir mal die Taschenlampe holen. Ist die hier drin? Ja. Die wird uns nützlich sein. Ah, schlimm. Wir hatten die das gezeichnet. Die dürfen sie nur nicht zu früh einsetzen, sonst riecht Reinicke den Braten. Was ist das denn da los? Guck mal, wie ung. Guck mal, was ist das? Habt ihr das? Haben wir noch irgendwo ein Bild von der Taschenlampe? Ja, aber nur in richtiger Scheißqualität. Egal. Boah, das ist doch dasselbe wieder. Ja, okay. Egal. So. Okay. Ihr habt die Taschenlampe? Sie, Senior. Wenn ihr sie nicht in der Hand haltet, nützt sie uns nichts. Ja, es ist ja auch noch nicht dunkel. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mit der Taschenlampe in der Hand rumlaufen, du. Oh Mann, ey. Hockt euch am besten auf den Boden. So ist gut. Wir warten jetzt. Es kann sein, dass ich einschlafe. Ja, mach mal. Entschuldigt. Ich vermag mich kaum mehr aufrecht zu halten. Es Nur ist ein helllichter Tag. Sie können auf uns zählen. Es ist wir haben unseren Uhr. Eltern Bescheid gesagt, dass wir hier sind. Ja, und Tim und ich haben einen Zettel im Adlernest hinterlassen, damit sich niemand Sorgen macht. Nun liegen unsere TKKG-Freunde also auf der Lauer. Ja, 4 Stunden. Der Abend bricht herein, es wird dunkler. 5, 6 Stunden. Jetzt heißt es 8. auf die Geräusche achten und nicht voreilig handeln. Flugzeug. Vielleicht ist es ein Luftangriff. Kommt ein Rennwagen? Das ist er nicht, oder? Kommt ein Fahrrad? Mitten in der Nacht. Da bellt ein Hund. Oh, das war auch ein Fahrrad. Jetzt aber, oder? Oh, zu früh. Er dreht ab. Reinicke, aber das Licht hat ihn gewarnt. Ich krieg einen Rappel. Der Täter ist TKKG also durch die Lappen gegangen. Shit. Schade. Willst du eine neue Chance? Ja. Ja, ja. Gut. Dann drehen wir die Uhr nochmal zurück. Alles klar, Chef. Komm, wir drehen die Uhr nochmal zurück. Oh nein, nicht so weit zurück.
Wenn ihr sie nicht in der Hand haltet, ja, nützt sie uns nichts. Okay, Chef. Okay, wir hören uns nochmal die ganzen Geräusche an. Die ganzen Geräusche. Wie sie also kommen und so und gehen und so, ne? Aber wir warten euch am besten auf den Boden. So ist gut. Okay. Wir warten jetzt. Ja. Es kann sein, dass ich einschlafe. Ich mach. Entschuldigt. Ja, gute Nacht, ne? Ich vermag mich kaum mehr aufrecht zu halten. Ciao, Boy. Nur zu. Sie können auf uns zählen. Wir haben unseren Eltern Bescheid gesagt, dass wir hier sind. Ja, als ob der nicht weglaufen könnte. Und Tim und ich haben ein Zettel im Adlernest hinterlassen, damit sich niemand Sorgen macht. Mit der Taschenlampe sonst anleuchten. Also, es wird einen Unterschied machen. Der Abend bricht herein, es wird dunkler. Es muss halt jemand vor der Tür warten. Auf die Geräusche achten, also, von außen zumachen oder so. Handeln. Weil, auch wenn er schon drin ist und wir ihn anleuchten, kann er trotzdem weglaufen, oder? Ist ja Quatsch. Okay, wir hören ganz genau hin, Leute. Das ist der Rennwagen. Ja, das ist der Rennwagen. Ja, das ist ein Fahrrad. Ja. Und ein Hund. Das ist Gabi Glockner, die fährt draußen mit dem Hund vorbei. Da kommt jemand über den Kies. Ja. Macht sich an der Tür zu schaffen. So, das gibt ein feines Feuerchen für den bösen Pauker, hm? Lausig. Wie Ihre mündliche Prüfung damals, Herr Reinicke. Sie sind es doch, oder? Wir haben Sie auf frischer Tat ertappt. Geben Sie auf und zeigen Sie Ihr Gesicht. Rasch, er entkommt. Nehmt mein Fahrrad. Einer von euch muss ihm hinterher, während ich die Polizei verständige. Geil. Kommt, Freunde, die Zeit drängt. Alle Rauchausfahrt. Du mit deinem Gips? Ich will. Du bist zu träge. Wie wär's mit mir? Auch mit Brille siehst du im Dunkeln nicht mehr als wir. Ich werde es machen. Wir vertrödeln wertvolle Zeit. Also, wer soll nun die Verfolgung aufnehmen? Oh je. TKKG sind sich unschlüssig und verlieren Zeit. Am besten wäre, du nimmst ihnen die Entscheidung einfach ab. Also, wer soll sich auf das Rad schwingen? Ja, Tim, Gabi. Karl, Klößchen oder Gabi? Gabi, sie kann ja auch mit Eskrima hier den Bänger fertig machen. So. Küsschen, Tim. Küsschen. Und los. Ja, das ist natürlich wichtig. Gabi ist bereit, die Verfolgung aufzunehmen. Wenn du auf die Fahrradklingel klickst, geht es los. Ziehst du die Maus nach rechts, fährt das Fahrrad nach rechts. Okay. Ziehst du die Maus nach links, fährt das Rad natürlich auch nach links. Also, lasst euch nicht abhängen. Okay, los geht's. Wäre doch gelacht, wenn ich die nicht einhole. Oh, shit. Oh, okay, das ist ja... Ach, der fährt auch mit dem Fahrrad, oder was? Bleib mal einfach mittig. Bleib einfach hinter ihm. Und fährst du aus Holz hier? Das sind tödliche Gefahren. Komm schon, Gabi. Komm schon, gib ordentlich Gas, Gabi. Und dann musst du ihn mit einem krassen... John Kudo. Und so stellen sich manche Leute in den Vorgarten. Hä, was denn? Oh, Alter. Wildschwein kann doch nichts machen. Dem hätte ich ja nie im Leben ausweichen können. Los, komm schon. Komm ran jetzt. Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Die Polizei. Oh, wurde auch Zeit. Hat für Reinicke das letzte Stündlein geschlagen. Er ist hingefallen. Verdammt. Ja? Und? Hallo? Reinickes Flucht hat ein jähes Ende gefunden. Inzwischen ist auch die Polizei eingetroffen, die Herr Novak alarmiert hat. Samt Krankenwagen. Ja, sogar der Schuldirektor hat es sich nicht nehmen lassen, herbeizueilen. Als ob. Ich muss schon sagen, ihr habt ganze Arbeit geleistet. Detlef Reinickes Plan war wahrhaftig teuflisch. Beinahe wäre ich auf seine Intrige hereingefallen. Heißt das, Sie glauben Herrn Novak endlich? Darf er wieder unterrichten? Wird er Ihr Nachfolger? Bekommen wir morgen frei? So viele Fragen auf einmal. Seid unbesorgt, Herr Novak genießt wieder mein vollstes Vertrauen. Und Willi Sauerlich, für morgen gebe ich euch frei. Hurra! Und da sage noch einer, hier würden keine Wünsche in Erfüllung gehen. Herr Nuttiger, na, der hier hat sich eines ganz bestimmt nicht gewünscht. Voll unfair. Sich bei der Flucht fast den Hals zu brechen. Oh. Im Gefängnis hat er genug Zeit, sich an diese laue Sommernacht zu erinnern. Und wer ihn zur Strecke gebracht hat?
Vier clevere Detektive namens TKKG. Naja. Ich habe das meiste Mal wieder echt gemacht. Ja, und ihr natürlich beim Miträtseln, ne? Danke fürs Zugucken. Dann sehen wir uns bald wieder im nächsten TKKG-Fall, ne? Mal sehen, was da passiert. Es kann nur noch krasser werden, oder? Oder halt, also es war schon sehr krass. Mal sehen. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.